Na komm. Jämmerlich, was wollt ihr von mir? Ah, ich dachte mir, dass ihr es seid, ihr Captain Davenhawk, nicht wahr? Stellt euch vor, was die Soldaten tun würden, wenn sie wüssten, dass ihr hier seid. Ihr seid jetzt ein gesuchter Verbrecher. Wenn ihr mich bedroht, müsst ihr sterben. Ich würde euch ja leben lassen, aber ihr wollt bestimmt fliehen, also müsst ihr sterben. Okay, mein Lieber. Du hast anscheinend nicht verstanden, was ich gerade eben gesagt habe. Los geht's. Boah, Mandalore, der kassiert da hinten. Kein Problem, kein Problem. Boah, die sind stark, glaube ich. Also stark. Die machen gut Schaden. Ja, Visa, keine Ahnung. Ja, ist egal. Die steht da einfach nur rum. Warum auf dem Visum des Kopfgeldjägers? Interessant. Okay. Also, wir müssen mit dem Typen am Geschütz sprechen. Händlerviertel. Der anscheinend mehr über den Mord weiß. General, wir haben Sie gefunden. Haben wir das, Tobin? Ah, die meinen mich. Oder ist das nur das Vorspiel zu einem weiteren Fehlschlag? Bedenkt die Gesamtsituation, Tobin. Warum würde ein Jedi all das riskieren, nur um nach Izitz zu kommen? Die Crew der Ebonhawk ist schwer zu fassen, General. Wir haben euch gewarnt, aber ihr unterschätzt sie immer noch. Aber die Narren sind hier, in Izitz. So viel ist sicher. Ich werde ein paar verlässliche Männer auf sie ansetzen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wartet noch mit dem Befehl. Lasst ihn stattdessen beobachten. Vielleicht haben wir gerade eine Lösung für ein anderes Problem gefunden. Okay, interessant. Am Geschütz. Wir müssen mit dem am Geschütz sprechen. Am Geschütz, am Geschütz, am Geschütz. So. Müsste doch eigentlich... Ihr scheint euch mit dem Elend auszukennen. Damit habt ihr dem Pöbel da draußen etwas voraus. Ich habe ein Angebot für euch. Alle hier betteln Tag und Nacht um offene Raumhafenvisa. Ihre Lügen gehen zuweilen ganz schön zu Herzen. Vielleicht sagen sie ja auch die Wahrheit, aber das ist egal. Hier zählen nur Credits, harte Währung. Ich gebe euch 2000 Credits für ein offenes Raumhafenvisum. Ihr bekommt kein besseres Angebot. Hört sich wertvoll an, da zahlt sicher jemand noch mehr für. Ich kenne nur eine Person, die eine ähnliche Summe bietet. Aber illegal. Ich bin ein legitimer Händler. Bei mir gibt's kein Risiko. Es gibt nur eine Sache, die wichtiger ist als Geld. Euer Leben. Sie macht euch nur Ärger. Gebt euch nicht mit ihr ab. Wer ist sie? Ich will mit ihr nichts zu tun haben. Wenn ihr euch mit solchen Leuten abgeben wollt, ist das euer Problem. Ich gehe dann jetzt. Beeilung. Wir müssen ihn ja schleunigst wegbringen. Unerhört! Ich bin kein Spion. Ich bin Journalist und arbeite für Izitz.com. Du bist ein Spion der Republik. Aber jetzt ist Schluss mit deiner Propaganda. Wir werden dich in der Kaserne verhören. Was? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ihr beschuldigt mich der Propaganda? Ich habe Beweise, dass Waklu Informationen zurückhält, die beweisen, dass die sogenannte Republik... Noch einmal. Irgendwann kenne ich die Stimme. Verräter. Was glotzt du so? Das hier geht dich nichts an. Bitte helft mir, Herr. Waklus Truppen glauben mir nicht. Ich bin nur Journalist, kein Spion. Was ist hier los? Dieser Spion hat seine Position als Journalist dazu missbraucht, Lügen und Zwietracht zu verbreiten. Sicher war er auch an anderen verräterischen Aktivitäten beteiligt. Aber das ist doch Irrsinn.
Ich war im Widerstand. Ich habe in den Mandalorianischen Kriegen gekämpft. Ich bin kein Spion. Ja, und dein Mangel an Loyalität widert mich an. Ich misch mich da nicht ein, Soldat. Männer, bring den Spion weg. Noch ein Wort und wir machen deine kleine Reise äußerst unangenehm. Ich hab keinen Bock, noch einen lieben Punkt zu bekommen, nur weil ich denen irgendwie geholfen habe oder so. Ah, aber wo ist jetzt dieses Geschütz, Alter? Rede mit Captain Reagan am Luftabwehrgeschütz. Er weiß sicher mehr. Captain Reagan, Leute. Wo ist denn dieser Captain Reagan? Am Raumhafen. Vielleicht ist dann hier das Luftabwehrgeschütz. Captain Reagan. Nö. Schade. Captain Reagan. So, so. Captain Reagan. Willkommen am muffigsten Ort des Universums, Außenweltler. Kann ich euch helfen? Haltet ihr einen Mann namens Dagan Gant gefallen? Ja, er und einige andere Leute wurden unter Mordverdacht festgenommen. Wer wurde ermordet? Captain Sulio. Sie war für den Raumhafenkontrollpunkt verantwortlich. Eine gute Soldatin. Euer Freund hat sie als einer der letzten lebend gesehen. Bisher ist er nur ein Verdächtiger, aber wenn er es war, wird er hingerichtet. Dagan Gant ist der Einzige mit den nötigen Kontakten, uns zu helfen. Wir müssen ihn befreien. Wie lange wird Dagan Gant noch verhört? Bis wir ihn entlasten oder den wahren Mörder finden. Dagan hat schon Erfahrung mit den Behörden. Der Colonel traut jemandem wie ihm auch einen Mord zu. Kann ich ihn sehen? Keine Chance. Wir haben Befehl, niemanden zu den Verdächtigen zu lassen. Das wird hier sehr ernst genommen. Wie kann ich ihn als Verdächtigen entlasten? Ich kenne Dagan persönlich. Er ist einer von der übelsten Sorte. Aber ich denke nicht, dass er jemanden töten würde. Er war einer der Letzten, die mit Captain Sulio in der Kantina saßen. Hört euch nur um. Ich habe gehört, dass er ein gutes Motiv hatte. Wenn ihr irgendwie beweisen könnt, dass er es nicht war, wird er freigelassen. Wenn ich mehr sage, kriege ich Ärger. Okay. Macht keinen Ärger. Also gut. Am besten schlage ich vor... Genau. Dass wir uns in der Kantina mal umhören. Weil er da auch zuletzt gesehen worden ist. Machen wir das doch mal, oder? Leute, ich will irgendwie, dass die ihren Posten verlassen. Ich werde nicht länger schweigen. Schon wieder. Die Republik hat uns den Krieg erklärt. Ohne Grund greift sie unsere Raumschiffe an. Was kommt als nächstes? Eine Invasion? Ja. Und ihr wollt einfach zusehen? Ihr wollt ihnen erlauben, unsere Stadt zu bombardieren? Nein! Wenn sich Königin Talia so weit vom Volk entfernt hat, dass sie seine Stimme nicht mehr hört, dann müssen wir eben lauter rufen. Dann hilft nur Gewalt. Okay, das war's, Ponla. Wir müssen dich verhaften. Jetzt bist du zu weit gegangen. Brüder und Schwestern, was ist das für ein Spaß? Und marschieren wir zum Palast. Wir setzen unseren Willen durch. Alle zu Ponla. Die Herrschaft der Königin muss enden. Mischt ihr euch ein. Waklu ist mir lieber als Talia, aber diese Aufgabe ist eines Kriegers nicht würdig. Wenn wir mit Waklu zusammenarbeiten wollen, müssen wir ihm ein Zeichen geben. Warum nicht dadurch? Raffiniert. Es ist zwar unter meiner Würde, mich diesem Mob anzuschließen, aber euer Plan könnte funktionieren. Ihr wollt auf ihrer Seite kämpfen? Das ist doch Wahnsinn. Wir brauchen Verstärkung. Der Außenwelt erschließen sich und bekämpfen wir diese Oha. Bald werdet ihr den Schmerz kennen.
Eine Schwäche wird offenbar. Bam, bam, bam. Oha, da hinten kommen Wachen. Scheiße, greifen die uns auch an. Bald werden wir den Schmerz kennen. Ihr seid kein Gegner für uns. Shit. Das sind echt viele. Yes, Mann. Was ein Krieg hier schon fast. Aber das kriegen wir gut hin. Eine Schwäche wird offenbar. Bam, unglaublich. Boah, vor allem, wir haben auch ein paar Wachen gekillt. Gar kein schlechter Schachzug. Ihr seid doch dieser Swoop-Pilot, oder? Spaß. Was hat er dazu sagen? Mein Freund meint, ihr solltet Profi werden. Nun, dann haben wir doch schon mal einiges erledigt. Das sind doch die Wachen von da hinten gewesen, zeig mal. Da seid ihr ja wieder. Ich weiß, dass ihr nichts versprochen habt. Aber ich hätte jede Menge Credits für euch, wenn ihr tut, was wir besprochen haben. Gilesi ist am Raumhafen postiert. Rican befehligt den Geschützturm und Postugo bewacht den Eingang zur Rampe. Wir müssen sie alle drei loswerden. Okay, aber trotzdem, ich gehe jetzt erstmal weiter zur Kantina. So. Und guck jetzt, dass ich den Mord noch von Dagon Gendt irgendwie aufkläre. Also der sagt, wenn wir hier reingehen, sollen wir wirklich nur trinken und keine Probleme machen. Oh. Ihr seht wie ein Außenweltler aus. Ah, das ist einer von den Captains. Ich bin Gilesi. Ich befehlige den Kontrollpunkt im Händlerviertel. Falls ihr wegen des Yuma-Safts hier seid, der ist nicht gut, aber billig. Ich glaube, Bith haben einfach einen anderen Geschmack als wir. Was macht der Kontrollpunkt? Es war wieder ein langer Tag. Sulio war seit Jahren Captain des Kontrollpunkts. Ich habe mich immer gefragt, warum sie jede Nacht hierher kam. Ach, die, wo gestorben ist. Bis ich ihren Job bekam. Erzählt mir von Sulio. Sie wurde ermordet. Ich wollte ihren Job nicht. Tja, aber jetzt hab ich ihn. Warum war euer Tag denn so hart? Wir stehen den ganzen Tag am Kontrollpunkt. Die Hitze ist unerträglich und meine Füße bringen mich um. Aber jetzt habe ich das Sagen und muss mich um alles kümmern. Also muss ich mich mit all den Leuten herumschlagen, die Stadt verlassen wollen. Und jeder hat eine Geschichte. Ich bekomme wirklich eine Menge traurige Geschichten zu hören. Erzähl mir von Sulio. Sie wurde ermordet. Ich wollte ihren Job nicht. Ah, das hat er schon gesagt. Was wisst ihr über den Mord? Na was wohl. Sie wollen es diesem Doktor anhängen, Dagon Gendt. Ich glaube aber nicht, dass er es war. Aber man braucht einen Sündenbock. Ich habe fast das Gefühl, dass die Ermittler gar nicht wirklich suchen. Die haben Dagon. Der wahre Mörder interessiert sie gar nicht. Ihr klingt nervös. Sulio wurde ermordet. Vielleicht war es sogar ein Attentat. Ich bin wohl schon paranoid. Ich habe eine Frau und eine Tochter. Aber im Moment komme ich mir vor wie eine wandelnde Zielscheibe. Am liebsten würde ich mit dem erstbesten Shuttle von hier verschwinden. Überreden, das klingt nach einer guten Idee. Ihr müsst zuerst an eure Familie denken. Ich bin hin und her gerissen. Wieso geht denn das nicht? An manchen Tagen denke ich, dass es dumm ist zu bleiben. Macht überreden. Es reicht, ihr solltet jetzt gehen. Für eure Kinder. Überreden mit Drohnen. Ihr solltet Isis bald verlassen. Sonst... Also stimmen die Gerüchte. Wenn ihr der seid, für den ich euch halte, sollte ich jetzt gehen. Sofort. Endlich, einer schon mal aber weg. Aber lasst meine Familie in Ruhe. Ich werde kein Wort sagen. Versprochen. Ich nehme das erste Shuttle. Ich gehe dann jetzt. Besser, besser. Aua, geht's überhaupt noch dunkler? Was soll ich denn noch machen? Nico. Freut mich, euch kennenzulernen. Sieht doch wie so ein Spaß. Wie wäre es mit einer Partie Pazak? Die Karten sind warm, Getränke gibt es reichlich und die Gesellschaft ist auch angenehm. Überredet?
Kann ich mir deutlich über den Mord an Captain Sulio reden? Eine schreckliche Geschichte. Ich war hier wie fast jeden Abend. Was wollt ihr wissen? Kennt ihr Dagon Gant? Wisst ihr, warum Dagon Gant Sulio getötet haben sollte? Niemals. Dagon hielt große Stücke auf Captain Sulio, genau wie ich. Sie war sehr schlagfertig. Wirklich schade, dass sie von uns gehen musste. Ich würde gerne etwas, sagt mir, woher ihr Dagon kennt. Ob ich ihn kenne? Er ist vermutlich mein bester Freund auf diesem Planeten. Er ist zwar ein lausiger Arzt, aber ein großartiger Saufkumpan. Ich würde euch gerne etwas anderes fragen. Ich würde viel lieber über etwas anderes reden. Als Spieler kann man sich nicht ständig auf das Negative konzentrieren. Na, kein Bock auf Passag spielen, Alter. Okay. Was hat er doch gleich bestellt? Ich dachte mir, dass ihr es seid. Ich habe in den Mandalorianischen Kriegen gekämpft. Ihr seid ein Jedi, oder? Ich erinnere mich nicht an euch. Haben wir zusammen im Krieg gekämpft? Ich war bei den Bodentruppen. Wir waren zusammen auf Daggery Minor, gleich am Anfang des Krieges. Wir haben damals leider nicht gewonnen. Das ist doch alles längst Geschichte. Können wir über etwas anderes reden? Das waren noch Zeiten. Aber heute sind die Jedi in der Galaxis nirgends mehr sicher. Hier schon gar nicht. Onderon hat 3 Kriege hinter sich, die von gefallenen Jedi angezettelt wurden. Kämpft ihr immer noch für die Republik? Ich bin nicht mehr dabei. Die Republik geht mich nichts mehr an. Was für eine Schande. Die Republik braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann. Entschuldigt mich jetzt bitte. Der hat wohl keinen Bock mehr mit uns zu reden. Okay, wer ist das hier? Der Queen... Oh. Ah, ihr seid sicher wegen dem Rennen hier. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Queen, der Besitzer eines wunderbaren Etablissements. Wenn ich euren Aufenthalt hier irgendwie angenehmer machen kann, dann zögert... nicht. Kann ich mit euch über den Mord von Captain Sulio reden? Ah, das ist eine üble Sache. Ich war nicht hier, als es passiert ist. Ich habe mit den Soldaten, die den Fall untersuchen, gesprochen. Genau wie 4 unserer Leute... Blablabla. Ihr solltet mit ihnen reden. Ich bezweifle, dass sonst jemand über dieses höchst widerliche Thema weiß. Ich gehe dann jetzt. Kann ich helfen? Wollt ihr was trinken? Hey, ich will Informationen. Sehe ich aus wie ein Informationswissenschaftler? Nur ein paar Fragen. Ihr seid ein Haufen Kuba-fressender Weltraummüll. Mach nur so weiter, wenn du willst, dass sich jemand um dich kümmert. Wir klären das auf der Strecke. Wollt ihr was trinken? Ah, warte. Ah, ist egal. Wix. Super, super, brumm, brumm, lustig. Oh, hi. Swoop? Ja, Swoop. Swoop schnell? Ja, Swoop schnell. Kann ich dir irgendwie helfen? Swoop ist toll. Fix, guck, geben Swoop rein. Das ist toll, Fix. Ich werde mich jetzt hier rüberstellen. Der ist ja vollkommen neben der Spur. Mein Name ist Blablabla. Ich nehme einen Drink. Ich bin Nier. Unterstützt du den nächsten Kampf, Nier? Kampf? Ja, den Kampf um unsere Befreiung. Blablabla. Eure Befreiung? Ich wusste nicht, dass Onderon besetzt ist. Wir haben uns der Republik freiwillig angeschlossen, aber seitdem müssten wir... Okay. Das klingt, als hätte die Republik Onderon nicht gerade gut getan. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ich bin nicht interessiert. Komm wieder mit dem Blabla, okay. Okay, Leute. Ich komme irgendwie nicht weiter. Kellnerin, Gast... Captain Rigan sagt, dass du drüben gehst. Was Motiv er hatte. Reden wir mal mit der? Es muss doch irgendetwas geben, was ihr brauchen könnt. Was ihr haben wollt. Ich habe jede Menge Verbindungen in der Stadt. Ich kann euch hochwertige Waffen beschaffen, die ihr sonst nirgendwo findet. Ich habe sogar einen seltenen Lichtschwertkristall. So etwas findet ihr nie wieder.
Wenn ihr Geld braucht, zahle ich euch 5000 Credits. Ich brauche nur ein offenes Raumhafenvisum. Eigentlich wollte ich mit euch über den Mord an Captain Sulio reden. Damit kann ich euch nicht helfen. Ich war an dem Abend vielleicht in derselben Zelle, in der Dagon jetzt sitzt. Die Soldaten haben mir damals recht unterhaltsame Fragen gestellt. Ich habe keine Ahnung, was los war. Weswegen haben sie euch verhört? Sagen wir einfach, dass ich einer von ihren üblichen Verdächtigen bin. Berufsrisiko. Mehr sage ich nicht. Dann reden wir stattdessen über das Raumhafenvisum. Genau das ist auch mein Lieblingsthema. Wofür braucht ihr ein offenes Raumhafenvisum? Ihr wendet ein Lichtschwertkristall? Viele Jedi haben auf dieser Welt gekämpft. Einer hat sein Lichtschwert in den Bestienkriegen verloren. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es ein seltener Kixoni-Kristall ist. Unglaublich selten und wertvoll. Kixoni-Kristalle wurden vor tausenden von Jahren von einer sterbenden Sonne gewärmt. Nur wenige konnten gerettet werden, bevor die Sonne verlosch. Sie sollen sehr mächtig sein. Das hat wohl euer Interesse geweckt, was? Den Kristall kriegt ihr nur gegen ein offenes Raumhafenvisum. Kein Visum, kein Kristall. Woher weiß ich, dass ihr euren Teil der Abmachung erfüllt? Weil wir den Tausch persönlich und gleichzeitig vornehmen. Wenn euch eure Bezahlung nicht zusagt, könnt ihr sie gegen etwas anderes eintauschen. Ich will mich nicht mit einem Jedi anlegen. Woher wisst ihr, dass ich ein Jedi bin? Das Universum ist klein. Mich interessiert es nicht, was ihr für Ärger hinter oder vor euch habt. Mich interessiert nur eins. Raumhafenvisa. Okay. Irgend so ein Außenweltler hat im Händlerviertel ein Ihr seid Außenweltler, was? Mein Name ist Kipchen, ein freundliches Gesicht zu sehen, okay? Ich möchte mit euch über den Mord an Captain Sulio reden. Ich hatte das Pech, in dieser Nacht hier zu sein. Ziemlich unfreundlich. Die Soldaten haben sehr direkte Fragen gestellt. Und so etwas verbietet sich in meiner Branche. So etwas tun Soldaten nun mal. Ja, besteht kein Zweifel, ich direkt frage. Ich sehe, dass ihr auch kein Freund der Autorität seid. Viele bezeichnen mich als Hacker. Ah, der kann aus einem normalen Visum ein offenes Raumhafenvisum machen. Und ich habe ja so eins von dem Kopfgeldjäger. Wisst ihr, warum den Gen Sulio getötet haben könnte? Okay. Jemand sagt das. Ah. 500 Credits? Boah, Leute, jetzt haben wir ein offenes Raumhafenvisum. Das heißt, jetzt nehmen wir uns schon mal den coolen Lichtschwertkristall von der. Habt ihr schon ein Visum? Ich zahle gut. Ja, ich habe eins. Ich habe ein offenes Raumhafenvisum. Ich wusste, dass ihr eines beschaffen könntet. Ich habe schon immer ein Auge für Talent gehabt. Dann lasst uns handeln. Was wollt ihr dafür haben? Eine Waffe? Geld? Ich interessiere mich für den Lichtschwertkristall. Bitte sehr. Wenn ihr nicht damit zufrieden seid, sagt mir einfach... Zeig mal den Kristall her. Ja, das ist ein Nierkristall. Wo ist denn der? Da! Oh, Schaden plus 5. Oh, der ist echt gut. Okay. Sagt uns jetzt vielleicht zu denken, gell? Seid ihr mit der Bezahlung für das... Ich bin's... warum seid ihr noch da? Damit kann ich... Okay. Ja. Also die hat uns anscheinend auch nichts mehr zu sagen. Der auch nicht, der auch nicht. Nico. Willkommen zurück. Die Karte. Eine schreckliche Mordreden. Jemand sagt, dass sich Sulio in der Nacht, in dem sie ermordet wurde, sehr gedemütigt hatte. Das ist ein gutes Motiv. Wie bitte? Oh nein, bei allen vier. Nein. Das ist ein schreckliches Missverständnis. Dagon und Sulio waren eng befreundet. Aber wenn sie zu viel getrunken hatten, haben sie sich immer gegenseitig beleidigt. Sie haben sich immer gegenseitig beschimpft. Das war wirklich ziemlich unterhaltsam.
Aber das war doch alles nur Spaß. An jenem Abend war Sulio in Höchstform. Degen und ich haben später noch über einige ihrer besten Sprüche gelacht. Mondgesichtiger Gülleschlürfer. Mondgesichtiger Gülleschlürfer. Wir haben danach ein paar Drinks spendiert. Du hast auch so einen Mondkalbgesicht, ey. Aber so haben sich die beiden in dunklen Nächten eben die Zeit vertrieben. Wenn die Soldaten das für ein Motiv halten, haben sie nicht richtig ermittelt. Diese Information wird uns helfen, Degen zu entlasten. Aber die Miliz von Onderon wird ihn nicht einfach entlassen. Onderonianer sind stur. Vielleicht weiß einer der Gäste hier, was in jener Nacht passiert ist. Was ist in der Mordnacht passiert? Ich war nach einem besonders lukrativen Pasak-Spiel gerade beim Aufräumen, als ich draußen ein lautes Geräusch hörte. Also habe ich mir meinen Blaster geschnappt und bin zur Tür. Draußen habe ich dann Captain Sulio gesehen. Sie war tot. Überall Blut. Ich hörte ein Geräusch und sah, wie Degen Gent aus seiner Praxis auf der anderen Seite des Platzes gelaufen kam. Anschließend haben wir beide auf die Soldaten gewartet. Am nächsten Tag wurden Degen und ein paar andere Leute aus der Gegend verhaftet. Aber Degen war es nicht. Wir waren mit Sulio befreundet. Wo habt ihr die Leiche gefunden? Gleich vor der Tür bei dem Müllhaufen. Vielleicht sollten wir einen Blick auf den Tatort werfen. Wir haben in den Kriegen gegen viele Soldaten gekämpft. Die Onderonianer haben mutig gekämpft, aber sie waren desorganisiert und dumm. Es würde mich nicht wundern, wenn sie etwas übersehen hätten. Okay. Sehr schön. Schauen wir uns mal den Platz draußen an. Was finden wir denn hier bei der Blutspur? Ein Müllhaufen. Ein zerstörter Droide. Das war wohl einmal ein Kellner-Droide. Er hat sogar noch sein Tablett in der Hand. Dummerweise fehlt der Kopf. Von einem Droiden war nie die Rede. Dieser Droide wurde erst kürzlich zerstört. Vielleicht wissen die Gäste der Kantina etwas. Also wieder in die Kantina und gucken, ob jemand was über den kaputten Droiden weiß. Reden wir doch mal wieder mit demselben Typen, mit diesem Mondkalbgesicht. Willkommen zurück. Die Karten sind noch warm, wenn ihr eine Runde spielen. Kann ich mit euch über den Mord über Captain Sulio reden? Eine schreckliche Geschichte. Ich war hier, wie fast jeden Abend. Was? Ich fand am Tatort einen defekten Kellner-Droiden. Das war vermutlich Bahimas S0D2. Nein, S0D3. Oder doch 2? Ach, einer von beiden. Er verliert sie ständig. Als ich dort ankam, hat er noch geraucht. Was ist damit passiert? Wer weiß. Manchmal schießen die Slum-Bewohner nur zum Spaß auf seine Kellner-Droiden. Dieses Viertel wird immer gefährlicher, fürchte ich. Als Degen und ich auf die Soldaten gewartet haben, mussten wir mehrere Plünderer verjagen, die S0D3 zerlegen wollten. Wisst ihr noch, wer den Droiden geplündert hat? Nein. Leider liefen gleich ziemlich viele Leute zusammen. Wir haben versucht, Sulio zu helfen. Aber da war nichts mehr zu machen. Sie war tot. Okay. Mit wem könnte ich über den Droiden reden? Vielleicht der hier? Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Nee, der mag mich nicht. Vielleicht die hier nochmal? Seid ihr mit der damit? Na, nee, die hat auch nichts mehr. Der hier vielleicht. Hier, ich fand am Tatort einen defekten Killer-Droiden. Droiden werden zurzeit leider ständig Opfer von Vandalen. Das war vermutlich einer von Bahamas Killer, Kellner-Droiden. Mehr weiß ich aber nicht. Hat der Droide vielleicht etwas gesehen? Kommen wir an die Information? Gut möglich. Habt ihr den Kopf gefunden? Daran sitzt. Okay. Nein, er war nicht da. Ohne den Kopf kann ich leider gar nichts machen. Wenn ihr den Kopf findet, könnte ich daran arbeiten. Ich muss den Kopf finden. Dieses Zimmer ist reserviert, Außenweltler. Ganz ruhig. Ich würde gerne mit euch über Mord reden. Hey, wenn ihr mich fragt, hat sie bekommen, was sie verdient hat. Sie hat uns Reiter immer verachtet. Gut, dass wir sie los sind.
Ich fand am Tortort einen defekten Killer-Droiden. Dieser Biff kauft ständig neue Droiden. Und die Schrottsammler stehlen sie oder jagen sie in die Luft. Aber offenbar hat er jetzt endlich aufgegeben. Die Kellnerin ist schrecklich, aber immer noch besser als seine dämlichen Droiden. Wisst ihr, welcher Schrottsammler den Droiden mitgenommen hat? Das ist der Richtige hier. Euch würde ich das sicher nicht sagen, hey. Selbst wenn ich es wüsste. Aber ich kann euch sagen, wo ihr die Teile findet. Das wisst ihr, wo denn? Am westlichen Marktplatz gibt es den perfekten Hehler für Droidenteile. Einen Droidenverkäufer namens 1B8D. Der Typ ist dümmer als ein Gamorreaner. Der kauft wirklich jeden Schrott. 1B8D ist ziemlich praktisch. Einige der Slum-Bewohner versorgen ihn mit Droidenteilen. Gegen Bares, versteht sich. Vielleicht habt ihr ihm ja schon was abgekauft. Okay. So, jetzt müssen wir draußen auf dem Marktplatz mit diesem Droidenhändler sprechen. Aber ich denke, das ist erstmal gut für jetzt und ich werde hier an dieser Stelle mal wieder pausieren. Und ich hoffe, dass ihr doch auch wieder zum nächsten Teil einschaltet, meine Lieben. Zum nächsten Teil von Star Wars Knights of the Old Republic. Und ich hoffe, ihr haltet bis dahin die Ohren steif. Haut rein, Leute.